Hallo zusammen, hier bei uns auf der Reisewelle. Heute geht es nach Arukas. Kommt mal mit! Es liegt ungefähr 12 Kilometer von der Hauptstadt Las Palmas entfernt und das Gemeindegebiet zieht sich von der Küste bis ins Mittelland und im Inselinneren bis auf eine Höhe von 600 Metern hinauf. Schöne Stadt, werdet's gleich sehen. Nun folgen noch ein paar kleine Eindrücke, bevor es gleich losgeht und wir uns auf die Reise durch die kleine Stadt machen. Das Stadtzentrum von Arukas ist denkmalgeschützt und das bedeutendste Bauwerk, was ich jetzt schon mehrmals gesehen habe und auch an dieser Stelle, ist die große Pfarrkirche San Juan Bautista, vollständig von den örtlichen Steinmetzmeistern aus dem Stein von Arukas gebaut. Und dieses Bauwerk stammt aus dem Jahr 1909 und da gibt es ganz, ganz tolle bunte Fenster, die werdet ihr auch noch sehen. Ein kleiner Blick nach oben, bevor es jetzt gleich durch die Gassen geht und weiter durch die schöne Stadt Arukas. Ein kleines Highlight, und zwar wunderschöne Fotos aus dem Inneren der San Juan Bautista, und da seht ihr jetzt auch gleich die wunderschönen bunten Fenster. Sie eröffnen sich und ja, bilden einen Glanz in dem Gebäude. Ja, ihr werdet gleich dieses bunte, runde Fenster sehen und es ist eigentlich einfach nur schön anzuschauen. Uns hat es sehr gefallen. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Rathaus und die Markthalle, und das Haus der Kulturen dient heute als traditionelles kanarisches Haus und ist aus dem 17. Jahrhundert, dessen Innenhof von Balkonen und einem prachtvollen Drachenbaum geschmückt wird. Übrigens ein ganz, ganz tolles Gewächs, findet ihr auch ganz oft. Ließen wir uns treiben durch die Gassen, einfach nur schauen, rechts und links, gar nicht irgendwie ein Ziel, sondern immer mal gucken, rechts und links, mal sehen, was es zu entdecken gibt. Und so ist es eigentlich immer schön, eine Stadt auf eigene Faust auch ein wenig zu erkunden und zu entdecken. Und Arukas, ja, doch, ist auf jeden Fall sehenswert.
Noch einmal ein schöner Blick zur San Juan Bautista. Ein wunderschönes Gebäude, auch wenn an diesem Tag das Wetter jetzt nicht so schön war, ein bisschen Wolken verhangen, hatten wir trotzdem einen tollen Ausflugstag und ja, hat einfach Spaß gemacht. Ein weiteres Highlight der Stadt Arucas ist der Parque Municipal, und zwar nennt man diesen auch Stadt- oder Blumenpark. Ja, ist in aller Munde. Es ist ein Ort der Oase, der Glückseligkeit. Hier ergänzen sich bunte, duftende kleine Gärten mit Bäumen aus aller Welt, verschiedene Blumen und teils exotische Zierpflanzen. Und die Wege und die Wasserspiele, die kleinen Teiche und Skulpturen und verschnörkelte Bänke laden zum Sitzen und zum Verweilen ein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Garten einmal zu besuchen. Geöffnet von Montag bis Freitag von 39 bis 16 Uhr und samstags von 9:30 bis 15 Uhr. Kleiner Spaziergang noch durch die Gassen von Arucas. Rechts und links schöne Häuser, teilweise mit wunderschön verzierten Türen. Also auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wenn ihr vor Ort seid. Statue des Dichter und Denkers Domingo Rivero gibt es auch noch wunderschöne kleine Gassen, in denen ja, ihr leckere Dinge zu essen bekommt, auf jeden Fall. Schaut mal rein, Tapas-Bars und auch kleine andere Geschäfte und Cafés. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen, eine Kleinigkeit zu essen, zu trinken und euch zu stärken für die nächsten Stunden, die ihr gerne dort verbringen könnt. Oder ihr fahrt einfach noch weiter. Wir sind danach noch nach Viergas gefahren und das kommt dann demnächst in einem neuen Video. Und ein kleiner Tipp für alle Wasserfreunde, für alle Strandgänger. Auch Arucas hat einen kleinen Strand, wie ihr seht. Hier auf diesem Bild ein kleiner verträumter Sandstrand. Ja, und der gehört zur Gemeinde und Stadt Arucas. Unsere kleine Reise nach Arucas. Hier nochmal eine Karte von Gran Canaria, wie ihr von Maspalomas hochfahren könnt nach Arucas. Im Folgenden auch nochmal die Auflösung, mit dem Auto hochzufahren. Und es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren. Allerdings müsst ihr dann in Las Palmas umsteigen und von dort aus dann mit dem Bus rüber nach Arucas fahren. Jo, ihr Lieben, das war's hier mit unserem neuen Video auf der Reisewelle. Wenn ihr wollt, kommt vorbei, gebt uns ein Like oder auch ein Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und einen ganz lieben Dank auch an unsere Conny. Sie präsentiert auch unsere Videos auf ihrem Kanal Conny Canarias. Und wir danken dir ganz, ganz, ganz herzlich. Grüßen an dieser Stelle auch unseren Harry. Der präsentiert auch unsere Videos auf seinem Kanal. Schaut auch bei ihm vorbei, gebt ihm ein Like oder auch ein Abo. Nochmal einen ganz lieben Dank an alle. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ja, und wenn ihr mögt, kommt einfach bei uns mal vorbei auf der Reisewelle. Und wir würden uns sehr darüber freuen. Alles Liebe, gehabt euch wohl. Eure Antje und Kai von der Reisewelle. Tschüss!